was gesehen? Ja, ich bin da runtergesprungen. Man kann auch Wachen in Stände reinwerfen oder so, um sie zu erledigen. Da gibt es diverse Möglichkeiten. Ich wechsle jetzt mal auf Faust, da wir hier ja... Geht weg. Hast du verstanden? Ja. Ich überbringe diesen Brief eurem Freund, dem Händler. Du weißt, an wen du dich wendest? An denselben Mann wie immer. Und wage es nicht, mein Ansehen in der Stadt zu beschmutzen. Wir haben viele Augen, viele Ohren. Und viele Waffen, ja. Und ich drehe mich im Kreis. Genug, um die Redseligen zum Schweigen zu bringen. Ich weiß das zu gut. Ihr habt mein Wort. Gut, dann Beeilung. Die Zeit ist knapp. Alles klar, sollen wir den jetzt befragen oder den beklauen? Taschendiebstahl. Na ja, kratzt ihr eine Runde am Arsch rum. Gott verdamme euch, lasst mich in Ruhe. Hä, was mach ich denn? Ich stand da doch nur rum. Fast hätte der das gesehen. Und damit haben wir das schon erledigt. Tamir plant eine große Lieferung. Okay. Ich guck mal kurz auf die Karte. Was war das denn noch gleich? Bürger retten, genau. Ich werde natürlich alle Missionen machen, so ziemlich. Will ich zumindest versuchen. Deswegen auf dem Weg zur nächsten Informantenherausforderung. Dachrennen. Auch nicht schlecht. Gibt es noch Bürger retten? Das werde ich zuerst machen und danach mache ich die andere Herausforderung. Oh, tut mir leid. Dafür solltet ihr euch entschuldigen. Entschuldigung? Hier können wir bestimmt nachher auch noch was machen. Sie nennen es einen Kreuzzug. Ein Kreuzzug für was? Na egal. Wir klettern erstmal unauffällig über die Dächer. Und helfen hier vorne dann den Bürgern. Genau, ich glaube, das ist jetzt eine Frau, der wir hier helfen. Und ich glaube, da ist das dann meistens der Mann oder der Bruder oder so, der uns dann im Kampf hilft mit ein paar Freunden. Oh, und mega leck gerade. Euer Leben ist verwirrt. Hier wirst du sterben. Das hole ich mir. Zack. Oh, Frechheit. Ich dachte, ich bin schneller im Angriff. Ich danke. Ich danke. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Genau. Die helfen uns jetzt. Würde nur selbst was Furchtbares tun. Im Kampf stehen die uns dann zur Seite. Nicht beiseite. Zur Seite stehen sie uns. Was ich jetzt gerade am Überlegen bin, ob ich, bevor ich die Mission hier mache, erstmal... Nee, komm, mache ich hier kurz das Informantenrennen. Ich glaube, die Informantenrennen und so, die hatte ich früher nie gemacht. Das stimmt ja nicht. Ich hatte immer nur die Hauptmission gemacht, weil ich die cooler fand und Rennen nicht unbedingt meine Stärke war. Partisanen sind Alliierte. Nutzen Sie sie, um verfolgende Soldaten aufzuhalten. Genau, die Friede sei mit euch, Alter ihr. Erschweren denen dann das Durchkommen auch. Informationen, die euch gegen Tamir helfen werden. Ich kann euch nicht helfen, aber bei ihr vielleicht. Er sollte nicht weit von hier sein. Okay. Da sollen wir hinrennen. Na dann. Und da hört man schon, da kann man wieder helfen. Also da gibt es mehrere, 12 insgesamt, glaube ich, in dieser Stadt hier. Und top. Und schon haben wir es geschafft. Oh, man hat euch entsandt. Eine interessante Wahl, aber nicht meine Entscheidung. Der Rafik bat mich, den Zug zu überwachen, den Tamir sein eigen nennt. Und ich fand Folgendes heraus. Es gibt eine Gruppe Unruhestifter, die sich am südöstlichen Ausgang herumtreibt. Sie sind mit den Wachen verfeindet. Verdient euch ihre Freundschaft und sie werden euch sicherlich helfen. Das ist dann wahrscheinlich auch wieder Bürger retten oder ähnliches. Hier in der Nähe ist direkt ein Synchronisationspunkt. Den nutzen wir. Attentatserinnerung, Ihre Nachforschungen sind beendet. Kehren Sie zum Büro zurück. Nee. Ich mache erst noch alle Missionen hier fertig.
und alle Dingspunkte, dass ich dann nachher praktisch die ganze Stadt hab und überall Verbündete hab. Wenn dann alles soweit praktisch ist. Aber das ist noch ein bisschen hin. Erstmal synchronisieren wir hier unsere Erinnerungen. Sehr schön. Und abwärts geht's. Und wie ich hier sehe... Hat er seinen Verstand verloren? Ihr seid ein weiser Mann. Deshalb kauft ihr ja auch bei mir. Kann man hier Leute belauschen? Das nutzen wir doch gleich mal. Achso, genau. Ich sage euch, es sind Ratten. Nein, Kinder. Ich höre sie lachen. Ratten oder Kinder, beides ist schlecht für das Geschäft. All der Lärm. Jemand muss auf die Balken klettern und sie verjagen. Ich frage mich, wie sie dort aufkamen. Wohl durch den zentralen Innenhof. Dann sollten wir die Wache bitten, nachzusehen. Mhm. Die sind zu sehr damit beschäftigt, den Hintern ihres Meisters zu wischen. Die Balken über dem zentralen Hof sind zugänglich. Ja, das ist natürlich gut zu wissen. Das ermöglicht dann ein einfacheres Hineinkommen. So, hier geht's hoch. Noch einen rüber, ja. Und... Boah, ey, allein schon... Das muss anstrengend sein. So, wo geht's denn hier weiter? Hier können wir noch jemandem helfen. Das machen wir doch eben mal fix. Ihr wagt es in meinem Beisein zu stehlen? Das wird euch macht das Leben etwas? Kosten. Zack. Zack. Die Hände abschlagen. Vorsicht jetzt. Gottlos. Zack. Hier wirst du sterben. Ah, gut. Wenn sie alarmiert sind, kann man sie natürlich nicht mehr verdeckt umbringen. Dann wehren sie den Angriff ab. Ich dachte, ich bin noch schnell genug. Ich danke. Ich gern geschehen. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Verschwöre. Alles klar, und damit haben wir auch hier Schläger, sag ich mal. Oder Unterstützer. Nennen wir sie Unterstützer. Schläger klingt nicht so gut. Sehr gut. So, mal schauen, wie wir hier hochkommen. Das sieht doch schon mal ganz vielversprechend aus, oder auch nicht? Hier schon eher? Nee, auch nicht. Auf einige Gebäude kam ich gar nicht hoch. Ach, hier muss ich auch hoch. Auf einige oder bei einigen Gebäuden hatte ich damals richtig Probleme hochzukommen. Das fand ich immer anstrengend. Hier geht's nicht. Dann aber, wenn ich hierauf klettere und dann daran springe und jetzt komme ich hoch. Dann hier einmal um die Ecke rum und weiter nach oben. Jawohl. So geht's. So geht's. Ja, ich glaube, das ist bisher das Höchste, wo wir hochgeklettert sind, so ziemlich. Ich weiß gar nicht, ob größere oder höhere Aussichtspunkte auch mehr aufdecken von der Karte. Oder ob das in etwa bei allen gleich ist. So, da noch einen rüber und wir sind oben. Sieht schon geil aus. Das Spiel ist... Aus welchem Jahr ist das? Das weiß ich gar nicht. Es ist auf jeden Fall nicht unbedingt das Neueste. Und dafür hat es eine echt beeindruckende Grafik, muss man sagen. Das ist echt schön anzusehen. Aussichtspunkt erreicht. Und ab geht's nach unten. So. Mal schauen, was haben wir denn als Nächstes? Hier ist Bürgerrettenmission. Da ist Bürgerretten, dann würde ich sagen, gehen wir dahin, kommen wir dabei eh noch da dran vorbei. Er scheint den Alten. Summt der vor sich hin da. Wie kann man mich nur so anmelden? Gib das nächste Mal besser acht.
Lasst mich gehen. So, Kumpel, was geht ab? Zack. Haltet euch fern von mir. Unser Leben ist verwirrt. Ja, anvisieren wäre nicht schlecht. Nein! Scheiße! 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 Alter, das war dämlich. Da drücke ich versehentlich auf die 4 anstatt auf F. Hab ich mich vertippt. Na los. Zack. Einfach lange genug drauf rumhacken, dann kippt er irgendwann schon an. Und damit haben wir wieder Unterstützer. Kann man nicht genug von haben, finde ich. Ja, ist ja gut. Bleibt mal ruhig hier. Ich bin gerade auf dem Weg abzuhauen. So, ich glaube, da unten haben wir auch noch eine Mission. Ich glaube, das ist Befragung, ja. Also gab er den Männern seine Verpflegung. Und als der Kampf vorüber war, ließ der Sarazenenführer ihn tausendfach entlohnen. Alles klar. Wenn wir gleich hier den Synchronisationspunkt haben, dürfte das auch auf der Map sein, die Befragung. Gut. Ab geht's nach unten. Würde ich sagen. Direkt hier neben. Was wollt ihr? Ich will gar nichts. Damals eine Karawane zwischen Damaskus und Jerusalem. Doch so. Das Geschäft ging schlecht. Niemand in Jerusalem wollte seine Ware. Die Baum- und Feldfrüchte nahegelegener Höfe. Na, hören wir dem mal eine Runde zu. Oh, er ist fertig? Sagt, nein. Ohne Tamir hätten sich Salah al-Dins Männer sicher gegen ihren Führer gewendet. Vielleicht haben wir diese Schlacht nur wegen diesem Mann gewonnen. Denkt ihr nicht, dass ihr mir ein bisschen zu nahe seid? Ja, ganz ehrlich, du kommst mir zu nahe, du Spacko. Na, noch weiter weg geht doch. So, dann verfolgen wir ihn nochmal in eine dunkle Gasse. Ich glaube, dass da eben der etwas wohlgenährtere, das ist, glaube ich, so eine Art Verbrecher oder so, dem kann man Dings klauen. Waffen, Wurfmesser zum Beispiel oder ähnliches. Ihr scheint einiges über Tamir zu wissen. Sagt mir, was er vorhat. Ich kenne nur das, was ich erzähle, sonst nichts. Wie schade. Es gibt keinen Grund, euer Leben zu schonen, wenn ihr nichts anzubieten habt. Wartet, wartet. Ach, auf einmal fällt ihm doch was ein. Fahrt fort. Er ist neuerdings sehr beschäftigt. Er überwacht die Herstellung vieler, vieler Waffen. Und weiter? Sie sind für Salah al-Din bestimmt. Das hilft mir nicht. Das heißt, es hilft euch auch nicht. Nein, hört zu. Nicht Salah al-Din. Sie sind für jemand anderen. Wappen auf diesen Waffen, sie sind anders, unbekannt. Tamir unterstützt einen anderen, aber ich weiß nicht wen. Ist das alles? Ja, ja. Ich habe euch alles gesagt, was ich weiß. Dann ist es Zeit für euch zu schlafen. Ja, sicher ist sicher, bevor er noch was verrät. Oh, was haben wir denn hier? Gleich noch eine Bürgerrettungsmission. Ihr wagt es in meinem Beisein zu stellen. Wollt ihr etwas? Das wird euch das Leben kosten. Vorsicht jetzt. Das kostet dich den Kopf. Ist nur noch einer hier übrig. Kein Problem. Gerettet. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Wer würde so etwas Furchtbares tun? Oh nein, eben dankt sie mir noch jetzt. Wer würde bloß so etwas Furchtbares tun? Nicht schlecht. Geil. So, was haben wir hier? Partisan, Partisan. Da ist noch ein Aussichtspunkt. Hier ist noch eine Bürgerretten-Mission. Die mache ich jetzt mal eben. Oh nein, was ist passiert? Der arme Seele wieder fahren. Ich würde sagen, also ich denke mal, ich werde jetzt noch